Ich stehe auf dem Reitplatz in Mischen. Drei Turniertage Reitsport liegen hinter uns. Ich begrüße neben mir Hanna Baumann. Hanna ist eine Nachwuchsreiterin hier von der RV Diana. Hallo Hanna erstmal. Tolles Wetter, die Sonne strahlt, die Gäste sind gut drauf. Wie findest du die Atmosphäre hier? Also die Atmosphäre ist wie jedes Jahr ganz, ganz toll. Ich freue mich jedes Mal hier zu sein und hier reiten zu dürfen. Wie gesagt, wir haben super Wetter, total viel Glück und ich habe schon meine Springen absolviert und freue mich gleich jetzt auf den großen Preis. Ja, wie oft bist du hier? Also wie oft trainierst du in der Woche hier? Also tatsächlich bin ich im Moment im Sommer dreimal hier und es macht jedes Mal Spaß hier zu trainieren, der Platz ist super und ich freue mich. Ist es denn für dich auch ein Ziel, den großen Preis vielleicht mal selbst zu reiten oder verfolgst du andere Ziele, weil du in der Vielseitigkeit sehr stark bist, Bezirksmeistertitel, ist richtig? Also korrigier mich ruhig. Ja, ich bin Bezirksmeisterin der jungen Reiter, Anfang August geworden mit meiner Stute in Hellern und also das hat wirklich total gut geklappt. Tatsächlich reizt es mich schon mal, einen großen Preis selber auch zu reiten, aber eigentlich bin ich eben im Busch zu Hause. Hanna, du stehst nicht ganz ohne Grund neben mir. Wir haben da ein bisschen was Verrücktes vor. Von Sportler für Sportler lautet immer unser Motto. Das heißt im Prinzip, du wirst heute den Mann des Tages interviewen. Hast du schon ein bisschen Bock drauf? Auf jeden Fall, ich freue mich schon sehr, ja. Ja, mal ein ganz neues Gebiet für dich. Ja, also jemanden so Großes, sage ich mal, kennenzulernen, dann die spezifischen Fragen auch wirklich stellen zu können. Da kann man sich unter anderem auch das ein oder andere mal abschauen. Also ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich bin gespannt. Wenn ihr es auch seid, dann klickt einfach wieder rein. Wir haben noch ein zweites Video für euch. Klickt einfach da unten auf das nächste Video und schaut euch an, wie Hanna Baumann sich mit dem Sieger des Tages hier verkauft.